Yo, was geht ab, Leute? Und zwar geht's heute um Dataloof, das neue Signing von UFO. Und zwar wurde der 15-Jährige, oder wie alt ist der? Ich denke mal 15, wurde der anscheinend gehackt auf Insta. Rapcheck hat dazu ein Video gemacht. Es soll, ja, eventuell ein Promo-Move gewesen sein oder vielleicht doch ein Hackerangriff gewesen sein. Wir geben uns mal kurz das Video. Seit Tagen gibt es Meldungen über das neue Signing von UFO361. Zum Beispiel erst gestern hat er für Verwirrung gesorgt, weil der Rapstar Trippy Red ihm bei Instagram folgt. Selbst UFO361 hat nun Trippy Red gefolgt. Doch warum genau hat er das getan? Das sind aktuell Fragen, die wir nicht beantworten können. Eventuell ein Feature oder einfach nur so. Aktuell sind beide Rapper in Portugal und drehen das neue Musikvideo passend zu der ersten gemeinsamen Single. Und ein paar kleine Videos haben sie nun bereits veröffentlicht. Ich blende euch am Ende die Videos ein. Doch nun soll Gerüchten zufolge der Account von Data gehackt worden sein. Wie man hier auf dem Screenshot gut erkennen kann, findet man das Profil von Datalove nicht mehr. Ob es sich hierbei um eine Promo-Aktion handelt oder ob er wirklich gehackt wurde, ist noch völlig unklar. Ich bleib natürlich dran und sollte etwas Neues geben, kann ich gerne da. Also das Ganze war's auch schon. Wie gesagt, der sollte anscheinend gehackt worden sein. Habt ihr ja gesehen, ich blende das Ganze ja hier ein. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da abging. Wenn ihr jetzt mal auf Datalove sein Profil geht, hat er ganz normal 116.000 Follower. 28.06. steht dran und ein Bild hat da hochgeladen. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, was da abging. Auf jeden Fall, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr denkt, ob das gehackt worden sei und wie ihr das neue Signing von UFO denn überhaupt findet. Ich meine, ihr habt ja schon eventuell eine Hörprobe gehört oder einer der geleakten Songs. Wie gesagt, einige Songs wurden schon geleakt. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.